Das sind nicht die Spiele, nach denen du suchst. Willkommen bei WatchMojo Deutschland und heute zeigen wir euch die Top 10 der schlechtesten Star Wars Spiele. Um auch in Zukunft die besten Videos nicht zu verpassen, abonniere uns und aktiviere die Glocke. In dieser Liste haben wir tief in der Galaxie gesucht, um die Spiele zu finden, die selbst die treuesten Fans enttäuscht haben. Diese Spiele wurden gelistet aufgrund mieser Spielmechanik, schlechter Grafik und der allgemeinen Unfähigkeit, die kreative Freiheit, die der Name Star Wars nun mal bietet, profitabel zu nutzen. Du wirst nie einen erbärmlicheren Haufen von Videospielabschaum und Niedertracht finden als hier. Nummer 10. Star Wars Episode 1 – The Phantom Menace. Choice is yours, my Padawan learner. In diesem Spiel gibt es einen Bereich, in dem du Jar Jar Binks beschützen musst. Follow me, sir. You should do it grand. Brauchst du noch mehr Gründe? Okay, Phantom Menace hätte eigentlich einige großartige Spieleumgebungen haben sollen, da das Podrennen und der Gangan-Krieg Teil davon waren. Das heißt, wenn du überhaupt siehst, was vor sich geht, denn das Spiel hat einen frustrierend engen Kamerawinkel von oben nach unten. Das Resultat führte bei Spielern zu Paranoia, die hektisch auf alles schossen und einschlugen, in der Hoffnung, überhaupt etwas zu treffen. Irgendetwas. Wir wissen, dass wir laut Obi-Wan unseren Augen nicht trauen sollen, aber dieses Spiel nimmt das einfach ein wenig zu wörtlich. Nummer 9. Star Wars Force Commander. Welcome to the next chapter in the history of the galaxy. Dieser Beitrag ist hauptsächlich ein Beispiel dafür, was hätte sein können. Dieses Echtzeitstrategiespiel aus dem Jahr 2000 hatte tatsächlich vielversprechende Aussichten. Es geht um einen imperialen Offizier, der zu den Rebelleneinheiten überläuft. Die Entwicklung des Spiels dauerte jedoch viel zu lange. Bereits in der frühen Designphase verlagerte man 2D-Grafik auf 3D-Grafik. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung konnten die Spezifikationen des Spiels jedoch nicht mit denen der Konkurrenz mithalten. Das einst ehrgeizige Projekt wurde von Kritikern zerfetzt. Die Gründe? Bockiges Design, verzögerte Steuerung, Abstimmungsprobleme und eine grausige Techno-Version der Originalmusik. Nein, im Ernst, hör dir das an, das ist echt schlimm. Nummer 8. Star Wars Obi-Wan. You did well in escaping the lower sector, Padawan. Practice your skills here in the arena. You still have much to learn. Zu Beginn des Jahres 2000, als die Star Wars Vorläuferfilme herauskamen, warfen Entwickler schnellstmöglich Spiele auf den Markt, um Kasse zu machen. Leider wurde der legendäre Jedi-Ritter Obi-Wan Kenobi davon auch nicht verschont und bekam sein eigenes Spiel für die erste Xbox-Konsole. Schnell wurde klar, dass das eine überstürzte Produktion war. Die Steuerung war frustrierend, die Kampfbewegungen langweilig und die Synchronisation war echt zum Lachen. Aber hey, diesmal konnten wir wenigstens sehen, was um uns herum los war, richtig? Obwohl Obi-Wan nicht an Glück glaubt, schien es ihn bei diesem Spiel wohl verlassen zu haben. Are you sure my presence here is necessary? Nummer 7. Star Wars Demolition. Die Macher dieses Spiels schwörten, dass es nicht nur Twisted Metal in einem Star Wars Kostüm war. Bald nach der Veröffentlichung entdeckten Spieler allerdings, dass es genau das war. Die meiste Kritik galt der Nachahmung des bereits bekannten Konzepts. Das wäre aber verzeihlich gewesen, wäre es denn tatsächlich ein gutes Spiel. Doch die Grafik war unterdurchschnittlich, die Physik kontraintuitiv und durch die Macken in der Spielewelt steckten Spieler mitten im Level fest. Das Schlimmste war jedoch die Handlung. Man versuchte zu rechtfertigen, warum ein Demolition Derby im Star Wars Universum stattfindet. Viel Glück beim Erklären, warum Darth Maul und ein erwachsener Boba Fett gleichzeitig existieren. There's a price on your head, and I'm gonna collect. Nummer 6. Star Wars Jedi Arena. Wir haben deutlich gemacht, dass zu Beginn des Jahres 2000 Star Wars Spiele echt lausig waren. Dieses Spiel war, sogar gemessen am Standard der frühen 1980er, furchtbar. Jedi Arena verkörperte viele der damaligen Schwächen der Spieleindustrie und wurde kurz vor dem berüchtigten Videospiel-Crash von 1983 veröffentlicht.
Es basiert auf einer einzigen Szene in Krieg der Sterne, in der Luke den Lichtschwertkampf übt. Und das merkt man leider. Ziel ist es, einen stationären Jedi zu kontrollieren und mit einem Lichtschwert Laserstrahlen auf den Gegner zu lenken. Und, das war's. Ältere Fans mögen diese Dosis Nostalgie wahrscheinlich, aber die Freude dauert nicht lange. Nach etwa 5 Minuten wird es nämlich echt langweilig. You are entering a battlefield of the future. The Star Wars Jedi Arena. Nummer 5. Star Wars Flight of the Falcon. Die meisten Entwickler wussten, dass 3D auf dem Game Boy Advance ein Glücksspiel war. Die Jungs haben aber anscheinend das Memo nicht bekommen. Es scheint sogar eher so, als ob dieses Spiel nie auf einem Handheld hätte sein sollen. Flight of the Falcon sollte ein Pilotenerlebnis im Starwing-Stil sein, das Fans bequem unterwegs spielen konnten. Tatsächlich war es jedoch eine verschwommene Enttäuschung, die ständig hängen blieb. Der Spielverlauf sprang von langweilig zu fast unmöglich. Ohne Vorwarnung. Die Checkpoints zum Speichern waren so weit auseinander, dass Spieler stundenlang spielen mussten, um ihren Fortschritt zu halten. Im Grunde also genau das Gegenteil, wie eine tragbare Version hätte sein sollen. Nummer 4. Star Wars Episode 1 Jedi Power Battles. Die Jahrtausendwende schlägt wieder zu. Falls du nicht mitgezählt hast, das ist der 5. Beitrag, der zu Beginn des Jahres 2000 veröffentlicht wurde. In vielerlei Hinsicht hatte Jedi Power Battles viel mit dem Film gemeinsam, auf dem er basiert. Das Konzept ist interessant, aber es wird schnell ein frustrierendes Durcheinander, das in keiner Weise Spaß macht. Die Begeisterung, einen namhaften Jedi aus der Serie zu spielen, wird sofort durch eine miese Steuerung und schlechte Grafiken zunichte gemacht. Die meisten Spieler sagten, dass sie aufgrund des klobigen Spielverlaufs nicht einmal das erste Level geschafft haben. Oh ja, und haben wir erwähnt, dass es auch auf dem Game Boy Advance veröffentlicht wurde? Nein, danke. Nummer 3. Star Wars Masters of Terrace Cassie. Ein Star Wars Kampfspiel klingt zwar wie eine ziemlich gute Idee, aber Fans der Serie hätten wahrscheinlich auf Admiral Akbar hören sollen. It's a trap. Dieses einst vielversprechende Projekt des goldenen Zeitalters der Kampfspiele geriet schließlich auf die dunkle Seite. Die wahnsinnig unausgewogenen Charaktere, Probleme bei der Treffererkennung und die unterdurchschnittlichen Grafiken machten es nicht nur zu einem der schlechtesten Star Wars Spiele, sondern auch zum schlechtesten Kampfspiel aller Zeiten. Selbst die Mitglieder des beliebten Team 4 Star lachten darüber, wie scheiße es war. Jedes Spiel, bei dem Boba Fett Kung Fu anwendet und Lichtschwerter zu Keulen reduziert werden, verdient es, auf Platz 3 dieser Liste zu landen. Nummer 2. Star Wars Yoda Stories. Look at me. Judge me by my size, do you? Nein, Yoda, wir werden dich definitiv nicht nach deinem Spiel beurteilen. Es wurde als Teil der LucasArts Desktop Adventure Serie veröffentlicht. Yoda Stories wurde als Zelda-Erlebnis im Star Wars-Universum vermarktet. Spieler bekamen aber sehr wenig Yoda und noch weniger eine Geschichte oder ein Spiel. Es war eher eine Reihe von zufällig generierten Zielen ohne zentralisierte Handlung. Schlimmer noch, dieses Konzept der kontinuierlich generierten Aufgaben blieb immer gleich, unabhängig davon, auf welchem Level der Spieler war. Diese sich wiederholende Schnitzeljagd frustrierte Käufer und Kritiker gleichermaßen. Daher wurde Yoda Stories zu einem der am schlechtesten bewerteten Spiele in der Geschichte der Serie. I don't believe it. That is why you fail. Und bevor wir zu unserer Top-Auswahl kommen, hier ein paar würdige oder in diesem Fall unwürdige Erwähnungen. Don't get fancy, Snips. It's just my style, Skyguy. Nummer 1. Kinect Star Wars. Here are your new trainees, Master Yoda. I'll warn you, they're still very rough, but they do have potential. Wenn du glaubst, dass The Holiday Special das Schlimmste war, das aus Star Wars gemacht wurde, hast du vermutlich recht. Aber das hier ist nahe dran. Einige der Minispiele dieses Spiels, wie zum Beispiel Lichtschwertkampf und Machttraining, waren gute Ideen, die nur wegen der schlechten Bewegungserfassung des Kinect scheiterten.
Doch nichts in der gesamten Galaxis, auch nicht weit, weit, weit draußen, konnte den galaktischen Tanz rechtfertigen. Der Spielmodus erlaubt es den Spielern, reale Tanzbewegungen mit den berühmten Figuren der Serie zu synchronisieren. Nichts kann schlimmer sein als ein fertig abtanzender Han Solo, der singt, dass er, naja, Han Solo ist. Genau wie die hinzugefügte Jedi-Rock-Szene in der Special Edition ist das etwas, was man einfach nicht übersehen kann. Stimmst du unserer Auswahl zu? Für noch mehr Top 10 abonniere einfach WatchMojo Deutschland.